Viele von euch kennen sicher den Film Das Leben ist schön von Roberto Benigni, der einen Vater spielt, der seinem Sohn im KZ vorgaukelt, das wäre alles nur ein Spiel, damit das Kind das ganze Heil übersteht. Ein wunderbarer Film. Und naja, bei uns ist es ja auch oft so, wenn man sich den ganzen Tag befasst mit den scheußlichen Realitäten auf der Welt, dann bekommt man Magenschmerzen, Depressionen, Aggressionen, sogar Suizidgedanken und zumindest das kalte Kotzen. Und da ist es oft besser, man erzählt sich, alles gut, Sonne scheint. Weil die Wahrheit, ich verstehe, dass viele die gar nicht wissen wollen. Sie wollen nicht das kalte Kotzen kriegen. Man möchte Vertrauen, man möchte gepampert werden. Hutschi, kutschi, Mutti, Merkel, Papa, Staat, Vati, Scholz, wer auch immer, machen alles gut und führen uns aus jeder Scheiße ans Licht des ewigen Wohlstands für alle. Pardon. Man könnte das aber auch obrigkeitshörig nennen, nicht? Weil Tucholsky hat ja schon gesagt, im Deutschen wurzelt tief der Knecht, also der deutsche Michel. Aber es gibt natürlich irgendwann immer ein Erwachen. Irgendwann ein mehr oder weniger Böses. Und jetzt haben wir also hier einerseits die Staatstreuen, die Blindvertrauen, die sogenannten Mainstreamer und da die Zweifler. Die Wahrheitssuchenden, gerne auch ständig als Aluhutträger diffamiert. Und vielleicht habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich einen Annäherungsversuch wagen. Ich habe im letzten Sommer einen Vater gesehen auf der Straße, der hat seinem Burm eine Watschen gegeben und hat ihn angeschrien. Er hat gesagt, du lügst! Du hast gelogen! Das tut man nicht! Man lügt nicht! Batsch! Der Bub hat schrecklich geweint und hat sich's gemerkt, aber es wäre auch netter gegangen. Er hätte sagen können, pass mir auf, mein Sohn, das ist nicht gut. Weil wenn du lügst, werden dir die Menschen irgendwann nicht mehr glauben und sich von dir abwenden. So, warum sage ich das? Die Vorwürfe sind ja so. Der ARD und ZDF, den Öffentlich-Rechtlichen, wird vorgeworfen, Lügenmedien, ARD lügt, ZDF lügt. Und die Sender kontern nicht, depperte Aluhüte, Spinner, Wirrköpfe, Covidioten. Söder hat sogar gesagt, man soll sich nicht nur körperlich fernhalten, sondern auch mental, wegen der geistigen Ansteckungsgefahr. Und die anderen, die verweigern dann immer mehr, nicht? Und sagen irgendwann, gut, dann schauen wir den Scheiß einfach nicht mehr an, nichts mehr GEZ, nichts mehr bezahlen, aus, abschalten. Ich verstehe die ARD, doch, ich verstehe sie. Also abgesehen davon, dass man gar nicht die Zeit hat, nicht? Man kann doch gar nicht, so wie Fidel Castro selig, 8 Stunden am Tag auf 3 Kanälen Volksreden halten und irgendwas senden. Nicht? Man muss die Nachrichten verkürzen auf 5 Minuten oder 10. Bisschen Tagesthemen noch und der Kass ist gegessen. Man kann die Weltnachrichten nicht auf 5 Minuten eindampfen. Man muss auswählen. Nicht? Es ist schwierig. Die sind ja eh schon vereinfacht worden. Auf Anweisung von ganz oben wurden die Nachrichten einfacher formuliert, damit wir sie alle verstehen können. Pisa, Platz, weiß nicht, 16 oder noch weiter unten, ich weiß nicht. Also in Hauptsätzen jedenfalls. Wie muss ich mir das vorstellen? Guten Abend zur Tagesschau. Corona war ein Super-GAU. Flüchtlingsschiff in großer Not. Norbert Blüm seit 2 Jahren tot. Ricarda Lang wird immer fetter. Nun für morgen noch das Wetter. Also, Zeitdruck, das muss alles nein, 5 Minuten. Und auch noch den Medienvertrag mit den USA verpflichtet, ganz anderes Thema, nicht? Und ich meine, wenn man nur ständig berichten würde über Clan-Kriminalität oder wie viele Demonstranten wirklich in Berlin waren, dann wird das Volk unruhig, nicht? Dann sind die Leute total verunsichert. Oder wenn man zu viel über Migrantenkriminalität und Messerstechereien realistisch berichtet, da wühlt man auf. Da gibt es einen Volksaufstand, Revolte, Migranten gegen Biodeutsche, all das scheußliche Zeug, nicht? Also beruhigt man sie ein bisschen, sediert, Opium, nicht? Und die anderen, die notorischen Zweifler wie ich, also da ist es so, wenn man annehmen und zu einem Verdacht verdichten müsste, dass, also die Annahme, dass die
hochbezahlten Regierenden wirklich so unfähig sind, die Welt zu gestalten und so blöd und so wenig in der Lage, Wahrheit ehrlich und klar zu kommunizieren und vorauszusehen, was passieren kann uns, nicht? Wenn man das Geld wie Hühnerfutter raustut, damit jeder so ein paar Brösel kriegt und man Wählerstimmen einfängt und das immer weiter schön zu reden, Deutschland geht's gut, die Sonne scheint, wir schaffen das. Auch der 20. Lockdown macht der Wirtschaft nichts aus. Nein, die Pharma korrumpiert uns nicht und was weiß ich alles, Sie wissen es selber. Ich glaube, dann würden sich viele umbringen. Sie würden sagen, das ist heute nicht mehr aus. Oder Sturm auf den Reichstag. Und lieber baut sich doch da der Wahrheitssuchende sein Narrativ selber. Von einer Schatteneminenz, die Merkel Milliarden bezahlt hat, nicht damit sie sagt, Kultur ist nicht systemrelevant. Warum? Weil man kann sich einfach nicht vorstellen, dass sie von selber seinen Blödsinn erzählt hat. Oder der Doppelwumms, nicht? Oder dass plötzlich die Windräder die Energie sichern. Und also Kinder nochmal. Also wir können uns vielleicht so einigen. Es gibt Wahrheitssucher und Wahrheitsverkünder. Und Wahrheitssucher sind die Wähler und Wahrheitsverkünder sind die Medien. Man nennt sie auch die vierte Gewalt im Staate. Ist ein schönes Wort. Das ist einfach ein bisschen so wie Harry Potter und Rosamunde Pilcher. Der Wahrheitssucher ist Harry Potter, der Lord Voldemort besiegen will, den dunklen Zauberer. Und ARD und ZDF, die Öffentlich-Rechtlichen, sind Rosamunde Pilcher. Sie wollen es ein bisschen schön machen. Harry Potter und Rosamunde Pilcher. Vielleicht können Sie ja den Irrsinn so entspannter sehen und sich am Abend sagen, gut, ich meine, das sind eh nur 5 Minuten. Ich schaue mir jetzt ein bisschen Rosamunde Pilcher an, weil ich mit einem guten Gefühl und ohne Sodbrennen ins Bett gehen möchte. Alles gut, Sonne scheint, wir schaffen das. Ich meine, man soll ja positiv denken. Ne? Und wenn Sie sich jetzt fragen, Gott, wann löschen die Fits wohl ganz aus dem Netz, nicht? Nein, nein, man nimmt doch an vielen Orten den Artikel 5 ab und zu noch ernst. Meinungsfreiheit. Und Meinungsfreiheit bedeutet natürlich auch, dass jeder Blöde auf dieser Welt seine blöde Meinung laut sagen darf. Und das muss man aushalten lernen. In diesem Sinne, nicht? Ich weiß doch, dass man sich ein bisschen Systemkritik gefallen lässt. Gell? Ein bisschen. Freilich. Harry Potter und Rosamunde Pilcher. Bissel.